So, danach haben wir, wenn wir das gemacht haben, unser Set. So, wir haben 4-1 und wir haben 2-3. 4-1, 2-3, kommen wir hoch, genau. Und jetzt tanzt die Dame einen Rückwärtsschritt in ein Overturned Back Basic, nennen wir das mal. Sehr klassisch eigentlich. Genau. Und endet das aber etwas spektakulärer, nämlich in einer Drehung und der Herr hält die Dame am Kopf fest. Also ein Überraschungseffekt, den keiner erwartet in dem Sinne. Ja, die klassische Figur, wir zeigen nochmal die klassische Figur. 4-1, wäre Runde 2, 3, Runde 4, 1, 2 und 3 hoch. Okay, und wir haben jetzt einen Ausgang gewählt, der eben ein bisschen spezieller ist. Und haben 4-1 und 2 und 3. Jetzt bricht sie zusammen leidenschaftlicherweise. And 4. Ich bin aber so sozial, da hebe ich meinen Ellbogen, genau, und kommt dann vor mir an. Okay? Ja, so. Wir zeigen nochmal. Yes, klatschen. So. Und 4, 1, 2 and 3. Ich liebe das. Ich finde das very nice. Und jetzt erhebt der Herr bitte sozialerweise den Ellbogen, sonst hat die Dame ein schlechtes Horoskop, ne? Okay, und 4. Very nice. 1, 2, 3, 4. Und jetzt schicke ich sie zart in eine Solo-Alemana. 2, 3, 4. Und jetzt haben wir ein Special, die Figur habe ich mal entwickelt, muss ich sagen. Ja, ist so. Und oft kopiert. So, das ist eine Overturned Forward Walk Turn oder auch eine Pencil Turn genannt. Ja? Ready for and one end. Very nice. But show walk here that you finish in this position. Okay? So, normally we have a forward walk turn, but the forward walk turn should be look. Okay? That was a double overturn, forward turn. So now we have the normal forward turns. We have 4-1, no? Okay, and you do again. 4-1. So we do it. Upsala. Do it from there, man. And 2-3-4-1. Nice. Yeah. And dann gehen wir gleich in die sliding door. Und da geht es dann darum, die positive Energie zu senden. Ja, so, wo auch immer hin jetzt. Das kann erotischer sein. Ich bin ja von Natur aus ein Womanizer, also mir fällt das nicht schwer. Okay. Okay. So, und oder es kann auch neutraler sein. Wen gucken wir denn mal neutraler? Timo. Okay, auf jeden Fall einer positiven Energie. Und immer, and never forget the lady. You know, ich zeig mal Ladies First. Retro, vor drei Jahren, ja. Again, so we did this 2, 3 with Martha, and we did 2, and now I stand, jetzt stehe ich in der Position und finde mich ja nur toll, und finde mich ja ganz toll, und finde mich ja nur zauberhaft, und könnte ja einfach nur durchdrehen, weil ich so toll bin. Ich finde immer wichtig, dass der Herr, auch wenn er zum Publikum tanzt, ist hier immer noch ein Kontakt. Wer ist? Ja, yeah, there is something. Und das kommt das Delay. Da ist was. There is a contact. Eben im Deutsch. Auch wenn ich nicht, sie nicht angucke, kann ich trotzdem einen Kontakt halten. Ja? Okay? So, let's have a look again. We start again with the 4-1. So we have and a 4-1. And a 2 and 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? And a 2-3-4 and a 2 in the sliding door. Okay? Very nice. Thank you. Yeah? Okay. If I would be 5 years younger, I would take you as a partner. Okay? The job was a 5 years. Okay? So, let's do it together. Ready. Do it please only this part. Yeah? Ready?
Right, only this. We start with 4-1, my young boys. And 4-1, and 2 and 3, and 4. And 2, 3, and 4. And 2 and 3 and 4, 1. And 2, 3 and 4. And 2, that comes later. Beautiful. So, once more, from the beginning, please, with music. Okay? Vielleicht auch interessant, wenn Sie schauen, dass alle Paare das jetzt schon, ohne, glaube ich, viel nachgedacht zu haben, mit ihrem eigenen Stil tanzen. Ich finde, dass jede Dame zum Beispiel bei diesem, wenn sie vor dem Herrn so dann hochkommt, bei ihrer eigenen Emotion reinbringt und trotzdem sehen sie alle toll aus. Ne? Weil das sind ja noch tolle Paare, ja? Und well done, okay? So, los geht's. Ich muss jetzt wieder diese Musik hier finden auf meinem tollen iPad. Ich brauch's nicht, sogar ich hab das schon. Ich habe ja noch eine Brille. So. Wait. Da geht nämlich der Rhythmus jetzt los. 2, 3. 4 and 1, 2 and 3 and 4, 2, 4, and 3 and 4, and 2 and 3 and 4 and 1, 2, 4, and 2, 3 and 4, and 2 and 3 and 4, and 2, 3, 4, 2, 3, 4. 2, 3, 4. That's, thank you very much. Okay, thank you. So, und das war jetzt mit allen, vielleicht mit der Ausnahme dieser, dieser Aktion, whatever es ist, also ein Ausfallschritt gedreht und vielleicht mit Ausnahme dieser gerannten Schritte, ja, was auch, man auch benennen kann als Rumba-Walks, gerannte Rumba-Walks, Runnings oder whatever. Sind das alles Grundfiguren, also alles basic, aber jetzt ist jetzt keine große Pose drin. Und ich bin auch kein Grund, ich gebe eigentlich, wenn ich unterrichte, kaum Posen. Ich gebe Posen für Paare, wo sich das sehr anbietet, wenn zum Beispiel die Dame sehr große, sehr lange Beine hat, dann passt das, dann nenne ich das ein Posenpaar. Ja? Für Paare, was jetzt nicht heißt, dass ihr alle kurze Beine habt, so, ihr habt alles, you know, your beautiful legs, but when there is a girl like, for example, Zapkashvili, you know, from Russia, you know, she has the legs like Marlene Dietrich. And ich wollte schon sagen, like Katja Epstein. Die hat auch tolle Beine, immer noch, und wird 70 nächstes Jahr. Dann ist das, bietet sich das an, Pose zu tanzen, aber ansonsten bin ich kein Freund von ihm und jetzt haben wir sie hier und jetzt wieder hoch und dann durch. Weißt du, ich sage, muss nicht sein, ist auch nicht so im Trend. Kann man machen, wenn es dem Paar steht. Ich habe total auf Pose verzichtet. Ich glaube, dass es auch für sie interessanter ist, diese Abläufe in den Basics zu sehen, als jetzt irgendein Spagat oder so. Ne? Wir können ja nachher alle mal kollektiv einen Spagat probieren, wie er geht, aber dann war es das auch. Okay, so, wir gehen jetzt weiter und haben bitte die Sliding Door. So, und tanzen jetzt erstmal die Figur, die nennen wir auch Sliding Door without Sliding Door, so a broken Sliding Door. That means wir machen einen Check, da back basic, still not forgetting the lady. Jetzt mache ich ein Delay backward, genau, da ein Delay forward, ich mache kein Latin Cross, das sehe ich auch manchmal, sieht ein bisschen abgebrochen aus, okay. Und nochmal, und a 2, a 3, a 4. Break, no break, repeat, and 2, and 3, and 4. Ja, so als kleine Überraschung eingebaut, wir beginnen die Sliding Door, stoppen Sie, fühlen da was und boing, in die nächste Sliding Door rein. Ja, so für die Dame, danke, ich tanze mal kurz Dame, I'm the girl, you're the lady. I'm the girl, you're the lady, I'm the girl, you're the boy. Maybe it's interesting. Okay, I also want to do the Alemana, but we don't do this. It's just dedicated to you. No, I don't want to do the Alemana. Okay, and without touching.
but you don't have to touch my face. Even I prepared it today, very fun. So, okay. Don't touch me, just watch me, okay? Ready. So we have and a two, and a three, and a four, okay? And one. So, not bad. I just want to show you that. Okay? So, da kann man da natürlich wunderschön machen. And a two, and a three, and a four. Oof, one, two. Yeah, I love these small, you know? Yeah? Thank you very much. And alles mit ohne anfassen. Okay. Gut, was habe ich jetzt gemacht? Achso, Christina. Nochmal. Nochmal slide on outside. Nochmal okay? Two, three, and a four. That was very punk here. Okay. So, and two, three. Jetzt machen wir Slider. And two, three. Genau. Den Rest zeigen wir jetzt gleich mal. Ich zeige es nochmal. Die Dame geht jetzt vorwärts. Herr geht erst auch vorwärts. Genau. Jetzt gehen wir schnell miteinander um. Überraschungseffekt. Der Herr geht nicht so schnell, Spätzchen. Genau. Um die Dame rum. Das ist nachher sehr schnell. Mit der langsamen Platte ist das ein bisschen langsamer als nachher nach normaler Musik. Vielleicht schaffen wir es ja nachher nach normaler Musik, das Ganze zu tanzen. Wir werden sehen, okay? So, also wir haben einen Effekt, dass wir auch Überraschung durch die Geschwindigkeit von der Sliding Door dann wechseln wieder in eine neue Sliding Door Beginnerposition, okay? So, Primchen, machen bitte from the Alemana with the special Dirk Heidemann Memorial Turn into Sliding Doors. Ready. And two, three, and a four, and a great two, three, and a four, and a two, and a three, and a four, and a two, and a three, and a four, one, and a two, and three, and four. Okay. Nice. Okay? So. Again. And. And a two. And a three and a four and one and a two. Three and a four. And a two. Three and a four. And a two. Three and a four. One and two and a three. And a two, three, and a four. And that is complete. Okay, thank you. Yeah? Okay, pretty. Thank you. You like it? Okay? So. Okay. Auch hier sehen Sie, dass der Akzent in diesem Fall auf 3 ist. Das heißt, wir machen Slide Door 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, und dann 2 und 3. Break 4, 1. Also wir akzentuieren die 4, die zweifellos der Akzent in Rumba ist, musikalisch, ja, aber ich kann ihn auch akzentuieren durch eine Pause. Ich muss also nicht nur mit 4 den A raushauen. Ja, das Timing hat sich schon ein bisschen gewandelt, wenn ich mich entsinne vor 20, 30 Jahren hier, wo wir also nur, ja, Botafogo 1, 2, 3, 4, ne, musste ja immer 1, 2, musste immer alles sehr klar betont sein. Das hat sich verändert, dass also Akzente auch auf 3 sein können, auf 2. Main Accent ist sicherlich auf 4, aber wir können auch musikalisch da ein bisschen flexibler sein, okay?